Vossloh-Lokomotive bricht auf zu ihrer morgendlichen Leerfahrt in den Knotenpunkt, um dort die Personenwagen abzuholen. Die Kleinbahn verläuft über den Anschlussbahnhof Amstetten, den Zwischenbahnhof Ostenwalde zum Endbahnhof Landesgrenze. Früher einmal lief die Strecke von hier aus noch ein gutes Stück weiter, aber der schwache Verkehr auf der restlichen Strecke führte zur Einstellung und nur diese kurze Strecke wurde ihres großen Güterverkehrs wegen beibehalten. Da ging es dieser Kleinbahn ähnlich wie der Verden-Walsroder Eisenbahn, die beschlossen hatte, das Mittelstück stillzulegen und zwei kurze Stichstrecken von den Anschlussbahnhöfen Verden und Walsrode aus weiter zu betreiben. Die Kleinbahn Amstetten, Ostenwalde, Landesgrenze hat nach Stilllegung der Reststrecke beschlossen, im Bahnhof Landesgrenze einen kleinen, mehr provisorischen Lokschuppen zu errichten. Die üblichen Anlagen eines Endbahnhofes, wie Abstellgleise für Reisezuggarnituren und weitere Werkstattanlagen, fehlen aber völlig. Im Film sichtbar sind nur die schwarz eingezeichneten Bereiche. Die grau eingezeichneten Streckenverläufe bleiben der Fantasie überlassen. Das gilt auch für die Gleisanschlüsse beim Bahnhof Amstetten und beim Bahnhof Landesgrenze. Bei dieser Leerfahrt werden Ostenwalde und Amstetten einfach durchfahren. Als Personenzug muss die Lok mit ihrem Wagen in Amstetten auf dem Bahnhofsvorplatz selbstverständlich halten. Der Verkehr mit diesem Wagen ähnelt stark dem Schülerverkehr der Wolfwerkbahn von Walsrode zu ihrem Werkbahnhof.
Auch in Ostenwalde ist ein Halt am Bahnsteig fällig. Dabei ist der eigentliche Schülerzug in die Kreisstadt erst die Rückfahrt von Landesgrenze aus. Nach der Ankunft im Bahnhof Landesgrenze wird eilig umgesetzt. Auf diesem Zug, der jetzt von Landesgrenze aus Richtung Kreisstadt startet, kommt es an. Er wird übervoll mit Schülern sein. Der Endbahnhof der Kleinbahn heißt seiner Lage wegen Landesgrenze. Er verfügt über ein Bahnsteiggleis, ein Umsetzgleis und ein Ladegleis. Am hinteren Ende des Ladegleises liegt etwas versteckt und getarnt ein Tanklager der Bundeswehr. Hier wird Dieselöl für den Ernstfall aufbewahrt. Damit dieser Treibstoff nicht überlagert, muss er regelmäßig ausgetauscht werden. Hierfür gibt es einen recht regen Verkehr mit Tankwagen. Der Stückgutschuppen hat kein eigenes Ladegleis. Die Stückgutwagen werden daher direkt vom Bahnsteiggleis aus entladen. Hierfür gibt es eine kleine Laderampe vor dem Stückgutschuppen. Von hier aus wird eine Bohle bis auf den Boden des Stückgutwagens verlegt und die Ware so über eine Behelfsbrücke transportiert. Die Bauart des Stückgutschuppens ist außergewöhnlich. Im Film sichtbar sind nur die hier schwarz eingezeichneten Streckenteile und Gleise. Die grau eingezeichneten Streckenteile und Gleise bleiben der Fantasie überlassen. Das gilt auch für das Anschlussgleis vor dem Bahnhof Landesgrenze. Umsetzen, ankuppeln, Bremsprobe. Das alles geht zügig von der Hand, während schon Schüler in die Wagen einsteigen. Auch Ostenwalde ist natürlich zu kalt für den Schülerzug.